World of Tanks. Und ja, es gibt einige unter euch, die sagen, es ist zwar schön, dass du mir die Replays zeigst, sie sind auch sehr spannend, allerdings würden wir uns freuen, wenn du auch mal wieder selber fahrst. Und genau das habe ich hier vor, da gibt es doch nichts Schöneres, als den Testserver und die neuen Panzer euch zu präsentieren. Und dementsprechend will ich das Ganze mit dem Skoda T25 machen. Der Skoda T25, wie ihr seht, hat von der Panzerung für einen mittleren Panzer auch sehr, sehr wenig. Das heißt, vorne 50, seitlich 35 und hinten auch 35, sowohl beim Turm als auch bei der Wanne. Also das ist wirklich sehr überschaubar, hat dafür ein relativ leichtes Gewicht mit 23,5 Tonnen und dementsprechend bringen ihn die 500 PS auf eine Endgeschwindigkeit von 60 km/h. Wir haben 4 Besatzungsmitglieder, einmal den Kommandanten, den Ladeschützen, den Fahrer und den Funker. Und ich habe ihn hier mal mit Ventilation, mit dem Richtantrieb und den verbesserten Optik ausgerüstet. Ansonsten versuche ich ihn einigermaßen viel mit AP normal zu spielen, ohne dass ich da auch viel auf APCR wechseln muss, also auf die Premium-Variante. Das Exterieur schauen wir uns auch nochmal an, was so da die Möglichkeiten der Tarnung sind. Diese beiden für die Wintertarnung. Dann hier und als nächstes praktisch die Sommertarnung. Also da recht schlicht vom Tarnungskleid. Wir nehmen das jetzt einfach mal, kaufen das. Natürlich gibt es noch verschiedene Embleme, das ist ja ganz klar, nichts Neues. Und auch da die Beschriftungen. So sieht er dann optisch aus. Im Tech-Tree ist dann folgendes Bild. Wir brauchen die Ketten zu erforschen, sofern wir denn weiterkommen wollen. Natürlich auch einen neueren Motor, der allerdings dann 50 PS mehr hat als sein Vorgängermotor. Dann das Funkgerät, das werdet ihr lange für viele spätere Panzer auch nutzen können. Die verbesserte Kanone ist eine Autoloader-Kanone, hat 3 Schüsse im Magazin, 1,33 Sekunden dazwischen zwischen den Schüssen und 8 Sekunden braucht das Magazin zum Nachladen, macht dann 110 Schaden bei 132 Durchschlag oder 185 mit Premium. Und einen verbesserten Turm gibt es auch, der aber nicht die Panzerung verbessert, wie man sieht, sondern in dem Fall ein bisschen die Drehgeschwindigkeit. Ja, das war's dann zum Panzer hier in der Garage. Jetzt springen wir ins Gefecht. Und da sind wir also auch schon auf der Karte Minen in dem Fall und sehen hier ihn in seiner vollsten Pracht. Ja, mal schauen, ob er hoffentlich einigermaßen zügig auf Geschwindigkeit kommt. Dann wäre natürlich die Mine hier oben das Wunschziel. Ihr seht, ich bin in einem reinen Sechser-Gefecht, beziehungsweise natürlich auch noch ein, zwei Fünfer am Start. Also von dem her sollte es gut gehen. Der Gegner hat sogar noch einen Vierer, so wie wir auch mit dem Hetzer. Also, da hat es uns ganz gut erwischt. Und jetzt los geht's direkt hier. Versuchen mit Karacho hier auf die Mine zu kommen. Man muss natürlich aufpassen, der Gegner hat natürlich auch Skoda, AMX. Also auch schnelle Dinger dabei. So. So. Muss ich aufpassen. Die Kette ist zerstört. So, und der ist jetzt gerade in den Tod gefahren. Das habe ich hier nicht repariert. Ist zwar auch gefährlich in Anbracht der Artis. Ja. Naja, also hätte ich vielleicht doch mal lieber da repariert. Aber war die Entscheidung hier in dem Augenblick nicht zu reparieren. So, ihr seht, ich habe hier einiges am Start. Muss wieder aufpassen. Arti hält natürlich auch weiter rein. Und dementsprechend will ich da vorne jetzt mal versuchen, was zu spotten. Vielleicht finde ich da was.
Nee, passiv den AMX. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die Arti hier so ein bisschen wegverlagert von mir. Dass ich hier so ein bisschen für Angst und Schrecken sorgen kann. So, zwei, drei schnelle Hits. Oh, oh, OI. Kommt da. Aber er hält sich wieder zurück. So, keiner, der durch mich da getroffen worden ist. Wieder aufpassen auf die Artis. Drei Stück, wie gesagt, ist sehr, sehr unangenehm. Allein schon so viel Hitpoints zu verlieren, nur wegen den zwei Artis, muss man auch erstmal schaffen. So, Arti geht hier, es geht hier nichts auf, leider. Ist ein bisschen schade. Aber ich bleibe erstmal hier und nutze die erhöhte Position. Abpraller. Und der zweite war schlecht geschossen. So. Und da ist der OI. Da war noch eine AT, hat man guten Tracer gesehen. 8:9 steht es gerade für den Gegner. Da die FV-AT. Allerdings gerade auch hinter dem Stein. Naja, never mind. So, aufgrund der Position halte ich die einfach nochmal, weil es ist gerade einfach sinnig. Hier habe ich den Vorteil der Map Control. Wenn ich jetzt irgendwo runterfahre, habe ich diesen nicht mehr. Da sind natürlich die Artis, da ist der OI. OI da, Skoda ist auf der Bank drüben. Jetzt bekommen sie da ein bisschen Hits. So, da könnten sich zwei Hits landen. So, der ist abgeprallt. Nein. Komm schon, Kette. So, der... Ach Mensch, ja, die Artis halten natürlich alle fleißig rein. Ganz klar. So, wo ist der ELC? Ah. Ja, da war der T25. Ja, und da bin ich raus. Schade, schade, aber trotzdem eine vernünftige Runde gefahren. Leider haben mich die Artis hier ordentlich rausgeschossen. Und bin auch auf Platz 1 gelandet. Schön, dass mal wieder unsere Arti hier ordentlich geflammt hat, wie man am Schluss gesehen hat. Aber wie gesagt, Schaden Platz 1, XP Platz 1, also kann ich nicht so viel falsch gemacht haben. Außer natürlich ein bisschen mit den Artis hätte ich am Anfang einmal mehr reparieren sollen. Aber sei es drum. Trotzdem eine schöne Runde, hat mir gut gefallen und fühlt sich gut an. Und das ist das Wichtige, da so einen Panzer zu präsentieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.